herzlich willkommen bei Smoking Grams. Schön, dass ihr mit dabei seid und herzlich willkommen zu dieser Sample Time. Ich habe Post bekommen vom Honey, das war in meiner Weihnachtspost drin. Keine Ahnung, wann das Video erscheint. Und als ob es gewusst hätte, dass ich noch nie einen Kilchhoman probiert habe, hat er mir den Kilchhoman Snake als Sample geschickt. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich. Ich brauche euch den Honey nicht mehr vorstellen, ihr kennt ihn mittlerweile, aber trotzdem blende ich euch den Kanal ein. Vielen Dank. Isla Single Malt Scotch Whisky Snake Nunchill Filtered and Natural Color. Ich blende euch mal ein Bild von dieser kleinen Miniaturverpackung ein. Da ist eine Skala, nee, kann man nicht sagen. Ja, wie nennt man denn das? Zum Balken dran und das Blaue steht für den Bourbon, das Weiße für den Sherry. Und hier liest man nun also, dass in diesem Snake mehr Sherry als Bourbon enthalten ist. Im Internet habe ich dann gefunden, das sind circa 4- bis 5-jährige Fässer, die hier miteinander vermählt worden sind. Ein Teil eben gereift in Bourbon, Ex-Bourbon und der andere Teil in Oloroso-Sherry-Fässern. Zu Kilchoman selbst vielleicht noch zwei Wörter. Liegt auf der Insel Islay, war bis vor kurzem die jüngste Brennerei. Wurde auf der Insel Islay, wurde 2005 gegründet. Ist also wirklich noch ziemlich neu. Genau. Kilchoman liegt nicht in der Hand von einem riesigen Konzern, was für die meisten anderen Brennereien auf der Insel Islay zutrifft. Nein, Kilchoman ist ja quasi selbstverwaltend, also nicht in Konzernhand, das trifft es am besten. Und produziert im Jahr 480.000 Liter reinen Alkohol. Zum Vergleich, ich habe euch mal ein paar Vergleichszahlen rausgeschrieben, die muss ich ablesen, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Also Kilchoman 480.000 Liter im Jahr. Bruch Lerich 1,5 Millionen. Bowmore 2 Millionen. Artbeck 2,4 Millionen. Lagavulin 2,6 Millionen. Bunna 2,7 Millionen. Laphroaig 3,3 Millionen. Cole Ila 6,5 Millionen. Also war die jüngste Brennerei. Mittlerweile gibt es noch eine jüngere auf der Insel Islay und auch die kleinste. Dahinter steht, glaube ich, dieses Farm-Distilling, also alles aus regionalem Anbau und so weiter und so fort. Ich kenne mich zugegebenermaßen mit Kilchoman nicht ganz so aus. Wie schon eingangs erwähnt, ich habe noch keinen probiert. Hier oben sieht man noch auf der Pinnnadel Snake, steht da oben drauf. Ah, die Koordinaten. Liegt also ganz oben auf der Insel Islay und naja, nordwestlich. Und ich habe um diese Brennerei, um mal auf den Punkt zu kommen, immer einen großen Bogen gemacht. Einfach nur, weil ja, die jüngste Brennerei und die Optik der Flaschen und die Optik der Labels haben mich immer so ein bisschen abgeschreckt. Ich weiß, das hat nichts mit dem Geschmack zu tun und nichts mit der Qualität, aber hat mich immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, hat mich nie so richtig angesprochen. Die 07er Flasche von diesem Snake kostet ca. 46 Euro und ist abgefüllt mit 46 Volumenprozent, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, habe ich ja schon gesagt. Gut, genug gequatscht, wir halten die Nase rein, mal gucken, wie der so ist. Hm, interessant. Sherry dominiert. Würzige Sherry-Noten, bisschen Liebstöckel, ganz, ganz bisschen was so in die Richtung von was Stalligem geht. Eine leichte seifige Blumigkeit, gibt sowas. Rauch, präsent, aber angenehm. Mmh, riecht gut. Für so einen jungen Whisky macht was her. Alkohol gut eingebunden,
an der Nase. Sticht nicht. Ist schon mal gut. Ah, so eine leichte Speckigkeit vom Rauch. Angenehme Nase, wirklich. Gefällt mir. Wird Zeit zum Probieren. Auf euch. Slanche. Boah, ist der süß. Sherry. Deutlicher Sherry. Eine Rauchigkeit, die total eigenständig ist. Und irgendwie doch so Eila vertraut ist. Jetzt merkt man die Jugend zum Abgang. Fass, Einfluss, vielleicht, ja. In der Nase kommt jetzt mehr der Rauch raus als der Sherry. Immer noch so was leicht blumig, floralig, seifiges. Immer noch so ein bisschen der Stall. Und Speck. Schöner Speck. Hey, der ist gut. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Vielleicht hätte ich mich schon früher mit Kirchhaumen. Ach, da steht's drauf. Eilers Farm Distillery. Farm, ja, weil sie so klein sind. Und ich glaube, es irgendwo gelesen zu haben, dass sie eben die Produkte alle regional ziehen und verarbeiten und tun und machen. Die Farbe ist schön kräftig für so einen jungen Malt. Leicht rötlich, rötlicher Einstich, so mehr ins Orange gehend. Schön. Der Rauch ist so mild, so. Ja, mild ist das falsche Wort. Schön rund. Hört sich auch nicht besser an. Lecker. Ist einfach gut. Unkompliziert. Schön aufzuschlüsseln. Macht alles richtig. Probieren wir nochmal. Ah, Wasser? Nee. So einen vermeintlich jungen Whisky ist der Alkohol wirklich gut eingebunden. Er ist präsent, der Schluck war groß. Es ist nicht mein erster Whisky diesen Abend. Ich habe schon ein Video vorher gedreht. Die 46 Volumenprozent merkt man schon. Aber alles in einem Rahmen. Das ist okay. Man muss ja immer das Alter mit berechnen, also mit einbeziehen. Keine metallische Jugend. Keine metallischen Fehlnoten, viel Rauch, jetzt vielleicht so ein bisschen Asche. Lagerfeuer am nächsten Tag. Kamin, ich habe das in Italien öfters mal gehabt, muss man sagen. Wenn ich am nächsten Morgen den Kamin sauber gemacht habe und da war noch so ein bisschen Glut mit drin. So diese aschige Rauchigkeit habe ich da jetzt drin. Bisschen Speck und jetzt auch im Mund so leicht blumige Noten. Die sogenannte Speckblume. Ja, Quatsch. Sherry ist da. Schöne Würzigkeit. Die Steiligkeit hat mein Mund zwar nicht, genauso wenig wie den Liebstöckel, zumindest ich bekomme ihn nicht. Der Abgang ist mittel für mich. Holznoten sind nicht so präsent, aber gut, ist dem Alter geschuldet. Ne? Gut, gut, gut. Gefällt mir. Hanni, hast du denn gut bei mir? Okay, genug gequatscht, genug gesabbelt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schreibt mir doch in die Kommentare, ich bin mir sicher, ihr kennt euch mit Kirchhaumen aus, welchen soll ich noch probieren? Und was habe ich verpasst?
Ansonsten, wie immer, würde mich freuen über einen Daumen nach oben, würde mich über ein Abo freuen und mich am allermeisten freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet hier bis Smoking Grams. Bis dahin, macht's gut. Ciao.